Heute geht's richtig traditionell zu. Und zwar mit der Frankfurter Grisauce. Also ein Kräuterdip, der in der Regel mit Kartoffeln und mit Ei gereicht wird. Aber auch viele andere Möglichkeiten gibt's, um die Frankfurter Grisauce einzusetzen. Und das Besondere ist, dass dort 7 Kräuter drin sind und die müssen da drin sein, damit es überhaupt eine Grisauce wird. Ich habe hier mal einen kleinen Teller mitgebracht, wo alle 7 Kräuter drauf sind. Ich starte mal hier vorne mit dem Borretsch oder auch Gurken. Kraut genannt. Das ist ein Raublattgewächs. Das merkt man schon, wenn man das mal hier so anfasst. Da sind richtige Härchen, Stechelchen fast schon drin. Also das kommt mit rein. Dann feiner wird es mit dem Kerbel. Anisartig feines Kraut ist das. Also bringt einen ganz würzigen, kräftigen, auch süßlichen Geschmack mit ins Spiel. Dann, alle kennen das von der Wiese, das ist der Sauerampfer, der sorgt für Frische, für Säure in unserem Dip. Und dann nochmal 2 Kräuter, die jetzt kommen. Das ist einmal die Pimpinelle, die einen kräftigen Geschmack in die Soße bringt, aber auch genauso die krause Petersilie, die natürlich sorgt für einen Grundgeschmack, der es in sich hat. Zum Schluss noch die Kresse für die Schärfe und dann nochmal in Richtung Schärfe der Schnittlauch, den ich hinterher dann noch schneiden werde. Diese Kräuter nehme ich jetzt alle mal hier auf mein Schneidebrett. Und zwar greife ich richtig in die vollen. Das heißt, für ungefähr 250 Gramm Milchprodukt, was nachher noch mit dazu kommt, kommen ungefähr auch so 300 Gramm Kräuter. Das ist so nach Rezept ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wer was mag. Diese Kräuter schneide ich jetzt erstmal in ganz grobe Streifen. Die sollen bloß ein bisschen vorzerkleinert werden, denn die Grisauce wird hinterher noch püriert. So, scharfes Messer, Sie sehen es schon. Ich schneide es bis zum Ende. Die Stängelchen gehen auch mit in die Soße hinein. Das ist nämlich die Teigkarte, unserem bewährten Küchenhelfer. Und lasse die Kräuter schon mal in die Schüssel hineingleiten. Da liegen sie jetzt drin und warten natürlich auf die weitere Bearbeitung. Und wenn Sie sich jetzt fragen, ja, warum ist jetzt der Schnittlauch noch nicht dabei? Den will ich separat schneiden. Schneide in der Mitte einmal durch, damit ich auch einen kompakten Schnittlauchbund habe. Und jetzt schneide ich auch hier kleine Röllchen runter mit der richtigen Handhaltung. Manche machen das sogar mit der Schere, dass sie den Schnittlauch abschneiden. Muss aber gar nicht sein. Das heißt, hier wirklich jetzt bis zum Ende durchgeschnitten. Auf die Finger aufpassen. Natürlich hier meine Empfehlung. Auch hier bis zum Schluss. Auch da, wenn mal ein bisschen was Gröberes dabei ist, kein Problem. Da nimmt die Soße, der Dip, keinen Schaden. Der Schnittlauch kommt mit hinein in die Schüssel. Und jetzt haben wir schon mal die wichtigsten Sachen drin, die Zutaten. Wichtig ist vielleicht noch bei den Kräutern zu sagen, 70% der Kräuter müssen im Umfeld von Frankfurt erzeugt und gesammelt werden. Und dann ist es doch so, dass jedes Kraut maximal vom Gewichtsanteil 30% haben darf. Also nicht, dass da jemand sagt, 90% Gewichtsanteil ist die Petersilie, der Rest ist das andere. Nein, maximal 30 pro einzelnes Kraut. Das macht die Frankfurter Grisauce dann aus oder die Frankfurter Kräuter. Jetzt habe ich ja gesagt, wir machen einen Dip und jetzt habe ich verschiedene Milchprodukte mitgebracht. Je nachdem, wie es auch dann die Rezepte vorsehen, kommt entweder Joghurt, Sauerrahm oder auch der Schmand mit dazu. Ich gebe jetzt hier mal so ein bisschen Joghurt mit rein. So einen gehörigen Schubser. Als nächstes der Sauerrahm. Ziehe ich mal hier oben ab. Auch hier ungefähr den halben Becher, der mit dazu kommt. Und jetzt mein Spezialtipp. Ein bisschen Schmand auch noch, der ist ein bisschen fetter, bringt aber natürlich eine wunderbare Sämigkeit in die Frankfurter grüne Soße. Die stelle ich hier wieder zurück. Ich nehme das gerade noch so ein bisschen hier ab, damit auch wirklich alles drin ist in der Grisauce. Was haben wir noch, was reinkommt? Ich hatte vorher gesagt, der Hesse isst normalerweise Kartoffel und Ei dazu. Er macht aber auch oftmals ein Ei schon mit in die grüne Soße hinein. Auch zum Beispiel, ich habe schon ein Rezept gehört, wo nur das Eigelb mit einpüriert wird in die Soße. Ich mache jetzt mal das Ganze mit rein, bringt noch ein bisschen Stabilität und letztendlich natürlich auch Geschmack. Das Ei ist drin. Jetzt haben wir noch die Gewürze. Etwas Salz.
Da brauche ich gar nicht viel, weil natürlich auch die Kräuter einen wunderbar kräftigen Geschmack mit reinbringen. Eine leichte Pfeffernote noch zum Abrunden und Apfelessig, ungefähr so 10 Gramm, so ein Esslöffelchen voll. Und ein gutes Rapsöl für die Sämigkeit. 2 Löffelchen, das reicht schon aus, weil wir natürlich auch die Milchprodukte haben. Und jetzt rutsche ich mal diese Schüssel, wo alles drin ist, hier mit in die Mitte. Ihr seht, hier vorne ist noch eine Zitrone. Ich kenne auch Rezepte, wo ein bisschen Zitronenschale reinkommt. Da will ich aber darauf verzichten, weil wir haben ja die Säure und die Schärfe auch von der Kresse, vom Schnittlauch und vom Sauerampfer. So, und jetzt wird's turbulent. Das heißt, ich habe hier den Mixer. Und jetzt gehe ich hier rein und püriere die Grisauce durch. Alles wird hier vermengt. Ich rutsche noch die Kräuter ein bisschen hier runter in die Hauptmasse. Und jetzt sollen sich die Kräuter so ein bisschen, sie sollen zerschlagen werden, damit sich ein bisschen das Grün löst. Jetzt so eine leichte grüne Note gibt in dem Dip. Er schäumt ein bisschen auf durch dieses Pürieren. So, und jetzt hat es die richtige Konsistenz. Geht es auch schon ans Anrichten. Ich habe mal so einen ganz klassischen Teller mitgebracht, den ich hier heute verwende. Nach Gusto zu portionieren. Das hier ist so eine kleine tiefere Schale. Ich gebe jetzt als Spiegel die grüne Soße hinein. Und da können Sie richtig reichlich Soße verwenden. Das passt immer, das kann man gut essen. Es kommt dazu das Ei. Ein Ei, manche machen 2 Eier. Wie heißt es immer beim Cholesterinspiegel? Wenn Eier, dann lege ich gleich mal richtig viel oder wirklich sonst bloß einmal, zweimal die Woche. Die Kartoffelchen, 2 Stück, will ich mal hier portionieren. Die werden dazu gegessen. Also ein wunderbarer Augenschmaus, der jetzt noch ein bisschen getoppt wird mit einer frischen Kresse, die ich jetzt so oben drüber streue. Und damit ist das traditionellste Essen in Hessen fertig. Die Frankfurter Grisauce mit Ei und Kartoffeln. Ich sage guten Appetit. Das spezielle Frühlingsgericht lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal.